Ich schwöre auf alles, die Stimme zum Para Inc. Para Inc. Ich wecke Geister mit Geräuschen. Echo Box, Spirit Box. Noch vor einem Jahr waren wir oberkrasse Underdogs. Was? Es gibt gar keine Geister, was laberst du? P zu dem I, bring dir Realtime EVP. Ich hab'n Schatten als Begleiter, schwarz ist die Nacht. Fürchte weder Tod noch Teufel, weil Gott über mich wacht. Ich wurde ausgelacht, weggedisst, ausgegrenzt. Doch mein Wille war zu stark, abgeblockt, ausgebremst. Es ist mein Leben, meine Wahl. Ich spreche lieber mit den Toten, Alter, das ist meine Wahl. Das ist paranormal, phänomenal. Ein Geisterjäger, der rappen kann, Digga, das ist abnormal. Ich bin stolz drauf, grün ist mein Blut. Ghost Hunter, Rockstar, ich bin nicht wie du. Klar bin ich anders und das ist doch gut so. Nachts jag ich Geister, Alter, was machst du so? Immer wenn es Nacht wird, sind wir unterwegs. Kamera, Nachtsicht, eine Entität. Immer wenn es Nacht wird, sind wir unterwegs. Kampf mit den Dämonen, Final Destination. Immer wenn es Nacht wird, sind wir unterwegs. Kamera, Nachtsicht, deine Entität. Immer wenn es Nacht wird, immer wenn es Nacht wird. Immer wenn es Nacht wird, immer wenn es Nacht wird. Para Inc. Para Inc. Para Inc. Para Inc. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Episode Para Inc. Die Geisterjäger. Ja, mal eine andere Einleitung heute. Wir haben heute einen etwas weiteren Weg vor uns. Wir tanken gerade noch unsere Autos voll, sind hier an der Tankstelle bei uns in der Nähe und werden uns dann jetzt auf den Weg machen. Es geht heute in die Richtung Fulda, falls das jemandem was sagt, das ist auch noch in Hessen. Und ja, es schneit, was runterkommt, aber wir können die Leute nicht enttäuschen und absagen. Die Klienten brauchen Hilfe, also machen wir uns auf den Weg und versuchen zu helfen. Versprechen können wir nichts, aber ihr seid wie immer dabei. Und darum geht's. Uns erreichte der Hilferuf einer Familie aus Hünfeld bei Fulda, die uns von krassen Ereignissen berichteten. Hauptbetroffene war die 2,5-jährige Lia, die von einem Kindergeist namens Hans erzählte. Die Situation spitzte sich so weit zu, dass das Kind sein Zimmer nicht mehr betreten, geschweige denn darin schlafen wollte. Auch die Eltern bemerkten in der Nacht fremde Stimmen und Schritte in der Wohnung. Außerdem erzählten sie uns von Möbelstücken und Gegenständen, die sich wie von Geisterhand bewegten. So Leute, also angekommen, wir ziehen los, das Klientenhaus scheint hier um die Ecke zu stehen und wir werden auch schon erwartet und ihr seid dabei, kommt mit. Hallöchen! Hallo! 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 Ja, wir haben es gefunden, wir kamen mal los. Hallo! Bei uns ist was runterkommt. Deswegen hat es ein bisschen gedauert jetzt, aber... Ihr seid gerade schon mal hier so wie nach vorne gesucht, ne? Genau. Ne, gesucht nicht, wir mussten noch was auf dem Auto holen. Haben wir schon mal gucken, wo wir hin müssen. Und ja, los. Machen wir mal. Wir kennen euch aus.
Entschuldigung, hol die Schuhe aus, Schuhe an. Hallo. Hallo. Ich bin die Hilde. Ich saß mal so ganz groß in der Runde. Hallo. Wir hatten heute noch ein ganz großes Vorkommnis hier. Oh. Die Kleine ist verletzt worden. Nein. Ja. Ich habe es auch sofort fotografiert. Oh. Und sie will auch nicht mehr in ihr Zimmer. Wir gucken mal, was wir machen können. Wo können wir die Geräte erstmal abstellen? Am besten. Dass wir die aus der Füße uns machen. So, wir schauen uns jetzt mal die Wohnung an. Kleine Führung und gucken mal, um welche Räumlichkeiten es sich handelt. Und los geht's. Das ist jetzt das Kinderzimmer von Hans Rinning. Okay. Und das ist auch das Zimmer, wo mein Jüngster urplötzlich einfach aus dem Bett raus und an der Tür stand und die Schränke, die schweren Schränke verrutscht waren. Wo standen die ungefähr? Also die Betten, die standen noch so in den Raum rein. Die kleine Kommode, die stand zwischen den Betten hier. Mhm. Und die Möbel, also die Betten standen auch noch so, wie sie normal stehen, aber die Möbel waren in den Raum rein. Okay. Reingerückt. Ja gut, das können die Kinder ja unmöglich gelesen. Ja, also ich habe schon Schwierigkeiten, ne? Habt ihr ein Geräusch dazu gehört, als es passiert? Nein, überhaupt nicht. Gar nichts, kein Geräusch. Ich habe nur gehört, dass er wirklich am Schreien war, wie am Spieß. Okay. Und man kann das ja auch einschätzen, ob der schreit, weil er irgendwas hat oder so, ne? Ja. Und das war so komisch und ich bin sofort aufgesprungen. Und dann stand er hier an der Tür. Die Tür ist dann immer zu, wenn die schlafen. Mhm. Und er stand hier vorne an der Tür und hat sich auch überhaupt nicht beruhigt. Mhm. Und der andere hat aber geschlafen. Okay. Der war überhaupt nicht wach. Der Große schläft jetzt wo? Der Große schläft hier. Mhm. Also die sind ja gleich alt. Mhm. Aber der Mittlere schläft hier und der Jüngste schläft hier. Mhm. Ja. Gut. Jo, gehen wir weiter gucken. Jo. Hier haben wir dann Wohn- und Schlafzimmer. Mhm. Und hier habe ich das dann ganz oft, dass ich Schritte höre, dass ich mich beobachtet fühle. Mhm. Dass mir einfach kalt wird auf einmal. Die Schritte, von wo kommen die um? Aus dem Flur. Aus dem Flur? Aus dem Flur von hier und auch von vor der Tür. Okay. Und mein Partner, der ist ja dann auch öfters mal am Wochenende, wenn ich sage, ich brauche mal Ruhe oder so, oder ich möchte mal abschalten, auch mal mit den Kindern allein. Und der sagt genau dasselbe. Er fühlt sich beobachtet, er hört Schritte, er hört Klopfen. Mhm. Interessant, definitiv. So, und jetzt schaut ganz genau auf den weißen Schrank, der direkt im Kamerafokus steht. Man sieht ganz genau einen Schatten, der von rechts nach links flitzt. Ja, in der Größe eines Kindes. Auch interessant, dass der Schatten Richtung Lias Zimmer flitzt. Sonst hast du, glaube ich, nichts mehr, oder? Ja, dann haben wir noch das Zimmer von der Großen. Mhm. Hat sie auch irgendwas geäußert? Nun war es endlich soweit und ich durfte Lias Zimmer betreten. In diesem Zimmer soll es laut Aussage unserer Klienten die meiste paranormale Aktivität geben. Nach Aussagen der ältesten Tochter Lia soll sich in diesem Zimmer ein Geisterjunge aufhalten, der sich Hans nennt. Also wollten wir doch mal schauen, ob sich Hans bei uns auch mal bemerkbar macht. So, und jetzt passt mal gut auf, was gleich passiert, als der Name Hans fällt. Also sie sagt halt immer nur, Mann ist hier und dann auf Nachfrage kommt dann auch, es sind mehrere hier, unter anderem wohl ein Mann mit Hut, der Hans,
Der Hans soll hier sein, hat den ganzen Tag gehalten. Okay. Der Hans soll hier sein, die Woche fiel auf einmal auch der Name Marie. Mhm. Monster Marie hieß die dann. Monster Marie. Also sie kennt auch niemanden, der Marie heißt? Nein, also ich habe überlegt, im Kindergarten oder so ist kein Mädchen, was Marie heißt. Und im Bezug auf Hans zeigt sie halt immer auf diese Tür und sagt, oben an der Tür, und der ist immer da. Was ist hinter der Tür? Das ist unser Kämmerchen. Da ist halt so die Therme und sowas, ne? Okay. Oh, das fühlt sich gerade ein bisschen komisch an, Lehrer. Mhm. Ich hatte heute, wie das mit dem Kratzer passiert ist, da hat sie dann ja auch gesagt, er ist immer da, und dann bin ich hier rein und mir wurde ganz schlecht. Ich hatte Gänsehaut, es war kalt. Ich habe mich selber unwohl gefühlt in dem Moment hier im Zimmer. Mhm. Okay. Haben die Kinder irgendwas mal gemalt, was irgendwie außergewöhnlich war? Irgendwelche Figuren, die vielleicht... Sie weigert sich zu malen, wenn ich sie darauf anspreche, kannst du den Hans malen oder so. Was sehr ungewöhnlich ist, sie malt in letzter Zeit Pickel. Sie malt dann immer nur so ein paar Striche und sagt, Mama, das sind Pickel. Aber welches zweijährige Mädchen würde das so machen, ne? Eigentlich nicht. Ja. Aus welchem Grund? Ja. Ist ja nichts, was ein Kind beschäftigt. Also das sind so die Sachen, was meiner Mutter jetzt auch aufgefallen ist in der Zeit, wo sie hier ist, dass Lia auch, wenn sie über diese Geschehnisse spricht, die Augen nach oben rollt, dass man auch nur noch das Weiße sieht. Da habe ich persönlich gar nicht so drauf geachtet, mir ist halt nur aufgefallen, sie spricht sehr ruhig, sehr deutlich und sie kann mir dabei auch nicht in die Augen gucken. Okay. Klingt interessant. Klar, sicher ist das erschreckend, ja. Aber nach dem, was du jetzt alles erzählst... Was mir auch noch so in den Sinn kam, vor gut einem Jahr war das, da haben wir dann immer mal das Tablet in die Hand gegeben, dass immer so eine Folge Feuerwehrmann Sam guckt. Und wenn man ihr das wegnehmen wollte, wenn man gesagt hat, hier, deine 10 Minuten sind um, jetzt reicht's, die hat ja Theater gemacht ohne Ende. Und wir hatten zwei Fälle. Da hat sie das Tablet genommen, wollte in ihr Zimmer, schmeißt das Tablet weg und schreit auch wie verrückt und sagt, Mama, Mann. Aber ich habe das immer noch abgetan und habe immer gedacht, ach na ja, wer weiß, ne, was sie da gerade gesehen hat oder vielleicht ihr Fantasiefreund, der sie erschrocken hat oder sowas. Und jetzt kommt sie halt auch, Mama, Mann ist hinter dir und so. Okay. Da bin ich ja mal gespannt. Ja. Da bin ich echt mal gespannt. Gut, dann werden wir jetzt ganz kurz nochmal die Hildegard befragen. Vielleicht kann der Rudi dann auch nochmal das Bild zeigen. Vielleicht, wenn es interessant ist, wie das mit dem Kratzer passiert ist, da stand sie auch hier vor dem Bett. Okay. Und wie gesagt, sie war ganz ruhig. Normal rennt sie ja aus dem Zimmer und schreit. Mhm. Und hier war sie ganz ruhig und hat nur gesagt, sie wurde gekratzt. Mhm. Mhm. Ich bin gespannt, was da heute bei rumkommt, ehrlich gesagt. Ich bin da echt gespannt. Ich hoffe halt, dass es nichts Negatives ist. So, ne? Also Negatives spüre ich jetzt hier drin nicht. Und nach 4 Jahren kriegt man schon so ein Gespür. Aber ich fühle, dass hier was ist, definitiv. Und das ist jetzt auch nicht so Gruselspruch oder so. Also ich merke das meistens im Bauch. Wenn es ganz heavy wird, muss ich immer aufstoßen. Okay. Ja. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber macht sich halt immer so bemerkbar. Also ich hatte das auch, dass ich dann immer mal gespürt habe, da ist was oder so. Aber ich habe mich dann irgendwann mal wirklich zugemacht dafür. Weil es waren dann wirklich nur noch Stimmen. Man konnte gar nichts mehr anderes irgendwie wahrnehmen. Ich wurde so belagert einfach. Und da habe ich mich zugemacht dafür. Es ist aber auch eine Art Selbstschutz, die auch angebracht ist in dem Moment. Ja. Weil wenn du dich zu sehr damit auseinandersetzt, bist du irgendwann Fall für einen Psychologen. Ja. Das ist ganz klar. Oder was ich auch der Mama die Woche erzählt habe und die hat gesagt, das soll ich dir auch erzählen. Ich bin ja Altenpflegerin. Und ich hatte das aber auch in der Familie, bevor ich diesen Beruf gemacht habe. Ich habe mir die Leute angeguckt und habe mir gedacht, du hast nicht mehr lang zu leben. Maximal 2 Tage später. Okay.
sind die Leute gestorben. Das hatte ich auch im Heim oder wenn ich dann hatte so, boah, du bist so geil drauf, ne? Deine Verfassung, super alles, du hast noch Jahre, 2 Tage später, tot. Und dann habe ich auch gar nicht mehr diese Denkweise angefangen im Beruf, ne? Also das war schon auch irgendwie ganz komisch. Ja, das mit dem Staubsauger fand ich ja jetzt auch lustig, weil ich meine, wir sind ja jetzt dran vorbeigelaufen. Ja. Meistens durch die Vibration fallen dann Dinge, ja, die gerade kurz vorm Stürzen sind, aber wir waren ja schon hier drin. Ja, ich sag ja, das hat auch den ganzen Tag gehalten, die Kinder haben da ja gespielt und so. Das war jetzt, ja. Klar, sicher fällt das schnell, aber wie gesagt, wir sind ja nicht dran vorbeigelaufen. Ja. Ich sage ja, die Kinder haben hier ja auch gespielt und das ist nicht umgefallen, nicht. Du, Leute, ihr hört's. Wir versuchen jetzt erstmal einen Überblick zu verschaffen, was hier alles so passiert. Sowas sollte man auch immer gewissenhaft machen, weil wie gesagt, die Klienten sind diejenigen, die uns rufen und wir müssen natürlich auch zuhören, um zu wissen, worum es hier geht. Ja, wir werden jetzt noch ein bisschen weiterfragen und mal hören, was noch so alles aufs Tablett kommt. So, also wir haben jetzt quasi einfach mal alle Räume gefilmt und haben uns jetzt mal ein bisschen was erzählen lassen. Aber jetzt wäre natürlich nochmal schön, wenn wir das Bild nochmal sehen könnten von den Kratzern. Weil wir kommen nämlich jetzt gerade von der Stelle, wo es passiert ist. Und kannst du nochmal größer machen? Also da kann man quasi den Kratzer sehen. Okay, gut, das haben wir. Also drüben im Kinderzimmer gibt es einen Raum. Der schöne. Also der war, ich hab direkt auf die Tür geguckt und hab mir gedacht, okay, wann kommt die Sprechpause, wo ich fragen kann, was ist hinter der Tür? Ist nur so ein kleines Abstellräumchen, aber sobald es aufgeht und du reingehst, also bei mir ist es so, kriege ich direkt dieses Gefühl im Bauch und merkst du auch, was das ist, ne? Ja, irgendwas, genau. Irgendwas ist da. Also du kannst gerne mal gucken gehen, geradeaus nach rechts. Als wir im Zimmer waren, ist der Staubsauger umgefallen. Ja, natürlich. Da gehen wir später hin. Als das erste Mal hier war, ne? Ja. Tritt mal in die Tür. Hier kann ich komischerweise durchatmen. Ich hab mich hier also. Ich weiß nicht, warum. Hier sind sie gekratzt worden. Hier. Ja. Ich will hattest du mal so einen Geistertagebuch gemacht? Genau, das war ja der Tag, wo sie gekommen sind und der Lars hatte dann ein Kindergeschrei aus dieser Richtung gehört und die Kinder haben alle geschlafen. Mhm. Ich muss kurz durchsortieren, Lars, bist du. Gut. Genau. Mhm. Dann den ganzen Abend, dass Mama ja diese kalte Körperhälfte hatte und mit dem Geflüster. Und ich hatte das, dass ich mich beobachtet gefühlt habe, gefroren habe. Und dass man mir so über die Wange gestrichen hat, aber im Schlaf. Wie hat sich das angefühlt? Wie eine richtige Berührung von einem Menschen oder eher alles? Es war kalt und es war komisch. Also ich kann es auch nicht so recht beschreiben. Es gibt zwei Variationen. Einmal sagt man, es fühlt sich an, wie wenn du durch ein Spinnennetz läufst. Nee, das hatte ich oder nicht. Oder als ob jemand mit Gummihandschuhen ja, das Gesicht, weil so, diese Kälte so, ja, und diese. Genau, so. Und dann da drauf den Tag hatte ich ein paar Schränke aussortiert und da hörte ich nur flüstern, lass das, mach das nicht.
Und da habe ich Mama dann auch gefragt, hast du das auch gehört? Und dann sagt sie, nee. Und es war hier im Kinderzimmer. Okay. Und um 3.20 Uhr war dann auch wieder Gefühl von Berührung und Kälte im Gesicht bei mir. 23 Uhr? 3.20 Uhr. 3.20 Uhr, okay. Genau. Uh-huh. Und den Montag dann, was war da denn gewesen? Ich wollte irgendwas machen. Und auf einmal, ich schrei auf und sagt die Mutter, was hast denn du jetzt? Sag ich, mir wurde richtig heftig gegen das Ohr geschnitten. Ach ja, okay. So, als wenn man so... Man hat richtig den Knall gehört. Stimmt, total komisch. Ja, das waren so die ersten 3 Tage und am 16. da war es dann Mann in der Küche und dann im Kinderzimmer, das hat meine Tochter beschrieben. Mhm. Der hat sie auch. 18.30 Uhr war das dann, dass wir Klopfen an der Tür gehört haben. Aber alle, wir haben alle zur selben Zeit in die Richtung geguckt und am Tag ist der Vorhang auf. Mhm. Und da stand einfach keiner. Das heißt, ihr wart alle hier und alle genau. Das gleich auch da? Ja, genau. Wir haben alle 3 in dieselbe Richtung geguckt und es war einfach niemand da. Könnt ihr euch eventuell erinnern, wie oft geklopft wurde? Das war... Einmal, zweimal. Bestimmt da Rhythmus. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Das ist, als wenn einer mit dem Finger so am Fenster so macht. So ein so genau. Das machen sie gerne, genau. Und gegen 0 Uhr sind Mama und ich dann rüber ins Wohnzimmer und meine Nase ist aufgrund der Erkältung zugewiesen. Ich habe es nicht wahrgenommen. Aber sie sagte, hier ist ein intensiver Kaffeegeruch. Ja, frisch gekochter Kaffee. Schon mal was anderes gerochen außer Kaffee? Ja, was habe ich dir heute gesagt? Heute riecht es hier nach... Ganz ehrlich, habe ich dir heute Morgen noch gesagt. Also, ihr habt öfter solche Gerüche, die auf einmal hier sind, die eigentlich nichts mit eurem Haushalt zu tun haben. Auf einmal ein Rauchgeruch, obwohl überhaupt nicht geraucht wurde. Ach so, ja, das war auch. Oder ein penetrantes Parfüm. Mhm. Ja. Dann war wieder nächsten Tag Geist im Zimmer von meiner Tochter. Und in der Küche, also das hat sie wieder selber beschrieben. Mhm. Und dann fiel der Name Hans wieder in der Küche. Zeitgleich hatten Mama und ich Gänsehaut. Mhm. Und dann permanent Gänsehaut gehabt. Das war auch ganz, ganz komisch irgendwie gewesen. Ja, und dann heute mit dem Kratzer. Und Magie, sie hat ja auch das Wort Magie benutzt. Ich habe sie gefragt, wie ist das passiert mit dem Kratzer? Hast du dich selber gekratzt? Aber das wäre ja auch nicht so möglich gewesen. Dann ist so einfach an der Stelle. Sie hatte ja auch einen dicken Pullover an und Buddy. Ich musste den Buddy auch wirklich erst aufmachen, ne? Um zu gucken, was da ist. Krass. Und dann kam sie hier in die Küche und dann haben wir ja gefragt, ne? Hast du dir dasselbe, ist dir dasselbe passiert? Bist du irgendwo runtergefallen? Nein, Monster. Monster hat das mit Magie gemacht. Und ich sage hier, woher kennst du das Wort Magie? Mit Magie hat er das gemacht. Wie alt ist sie? 2. Also mit 2. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie groß ihr Vokabular schon ist. Also gibt es allgemein Worte wie Magie, was sie sagt, was sie eigentlich noch nie gesagt hat? Das war das zum Beispiel, wo sie mir das erste Mal von Hans erzählt hat. Sie würde immer sagen, Mama, mein Zimmer, dein Zimmer. Also sie würde auch nicht Wohnzimmer oder Schlafzimmer sagen. Mhm. Und da habe ich sie gefragt, wo ist denn dieser Hans? Mama, im letzten Zimmer rechts. Also Kinderzimmer. Und ich überlege, es war das Kinderzimmer. Und dann fiel mir an, meine Tochter würde niemals so reden. Ich wollte gerade sagen, also mit 2 Jahren solche genauen Angaben zu machen. Also meine Tochter ist 4 und sagt das nicht. Also. Das ist, ich meine, sie kommt manchmal klar mit Wörtern, wo ich mir so denke, ey, das hast du bestimmt im Kindergarten. Ne? Da steht sie vor ihrem Zimmer, Mama, mein Zimmer ist eine totale Katastrophe. Ich sage, was? Ja, das kriegen sie dann ganz gerne aus dem Kindergarten. Ja, oder lese mal vor, das ist mir zu kompliziert, aber... Ich meine, sie würden ja auch im Kindergarten nicht so mit ihr reden, ne? Das im Zimmer rechts oder sowas. Mhm. Oder mit Magie oder so. Ich habe noch eine Frage, und zwar, sie verrollt die Augen, wenn sie über ihn spricht. Genau. Spricht sie über ihn? Also spricht sie in der dritten Person von ihm oder spricht sie über sich als ihn? Also wenn sie mit mir darüber redet, ist es so, dass sie mich ja selber nicht angucken kann. Sie guckt weg.
Sie ist sehr ruhig, obwohl das eigentlich wirklich ein total lebhaftes, fröhliches Kind ist. Also sie ruhig zu bekommen, ist schon wirklich manchmal ein Kampf. Ne? Und sie sagt ja auch, Mama, ich darf nicht darüber reden, ich darf nichts sagen. Dann habe ich gefragt, hat dir das dieser Hans gesagt? Sagt sie, ja, Mama. Hat sie das auch mal, also hat sie das auch schon mal von sich aus gesagt oder immer nur bejaht, als du sie gefragt hast? Ob es hat sie auch von sich selber aus gesagt. Ja. Jetzt sagte, wer hat das nochmal gesagt mit den Augen verrollen? Die Mama. Ah, okay. Spricht sie anders dabei? Ja. Also sehr Stimmfarbe, Töne etc. Also das Kind fast so wie deine Kleine sich verhalten hat, also weil sie nämlich auch ganz ruhig, weißt du, wo wir gefragt haben, gut, war ein bisschen aufgeregt, aber die Aussprache war total deutlich gewesen und ja, konzentriert. Ja. Nee, aber das meine ich nicht, sondern die Ruzica und ich, wir haben eben ein bisschen gesprochen, als wir drüben waren und wir, also da uns halt jetzt eben in der Küche erzählt wurde, wo ihr den Rundgang gemacht habt, dass die Kleine, während sie über diese Situation redet, auch die Augen verrollt, sodass man wirklich nur noch weiß, also nur noch Augapfel sieht, war unsere Überlegung jetzt, ob es sich nicht sogar um Besitzergreifung von den Mädchen handelt. Ja, das hatte ich schon Anfang an auch im Kopf. Besitzung quasi. Ja, deswegen war jetzt meine Frage, hört sie sich tiefer an, hört sie sich höher an? Tiefer. Also sie hat schon eher eine quietsche Stimme so. Und das ist dann wirklich schon... Ja, tiefer. Wenn sie darüber erzählt oder ja, allgemein? Ja, nur wenn sie darüber erzählt. Aber sie spricht nicht in der Ich-Form. Also ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Also klar, dass sie nicht sagt, jetzt zum Beispiel, ich bin ein Monster und habe mit Magie oder so, sondern gibt es irgendwie Andeutungen darauf, dass du sagen würdest, dass jemand versucht zum Beispiel durch sie zu sprechen? Das Gefühl habe ich tatsächlich gehabt, ja. Also wie sie das erste Mal schon mit dem Thema Hans anfing, hatte ich das Gefühl schon gehabt, das ist nicht meine Tochter. Und da warst du ja auch gerade am Telefon, wo sie mit dem Thema anfing. Ja. Und spricht sie auch Warnungen aus? Nein. Sie sagt nur immer, wenn ich jetzt sage, Mama geht mal schnell einkaufen, Papa ist da, Mama pass auf dich auf, Mama vorsichtig. Bei bestimmten Dingen? Also jetzt nur, wenn du das Haus verlässt oder allgemein? Allgemein. Mama macht das langsam, sei vorsichtig. Aber wenn du hustest, dann sagst du immer, ach langsam. Hat sie vielleicht irgendein Spielzeug oder ein Kuscheltier, was sie auch mit dieser Situation verbindet? Sie hat ihre Emmas, das sind so Kuscheltücher, aber die benutzt sie eigentlich nur zum Schlafen oder um mir zu zeigen, dass sie müde ist. Aber Kuscheltiere oder so allgemein, da hat sie gar kein Interesse dran. Okay. Also muss nicht unbedingt ein Kuscheltier sein. Also meine Tochter hatte jetzt zum Beispiel eine Baby-Born-Puppe, die fand sie unglaublich grausam. Also sie hat sie nicht angefasst, sie hat sie nicht angeguckt, sie hat mit ihr nie gespielt. Weiß ich nicht, vielleicht, es kann ein Kreisel sein, es kann eine Motorikschleife sein, irgendwas, wo sie sagt, dass sie sich zum Beispiel davor fürchtet oder dass sie Angst hat, es anzufassen. Sie sagt, Puppen sind eklig. Das schon immer oder jetzt? Seit, 4, 5, 6 Wochen. Kann ich sie verstehen. Mag sie irgendwas nicht mehr, was sie vorher gemocht hat? Wo sie sagt, das mag sie jetzt nicht mehr? Irgendwas Nee, das nicht. Also Essen war sie sowieso generell ja schon immer ein bisschen schwierig. Beilagen kann man weglassen, Hauptsache es gibt Fleisch, so ungefähr. Aber sonst, was sie auf einmal unwahrscheinlich gerne mag, ist Spinat. Da habe ich immer Schwierigkeiten gehabt und jetzt, es könnte jeden Tag Spinat geben. Ja, man muss jetzt halt echt schon auch abwiegen, weil wenn du so einen Fall zu Hause hast, achtest du ja wirklich auf jede Kleinigkeit. Ich muss mal davon gucken, was ist einfach nur kenntlich und was entspricht dabei. Und ich denke, dass wir da, also ich bin eigentlich sicher, dass wir da heute Abend Erfolg mit haben. Ich hab so viele Fragen in meinem Kopf. Zumindest rauszufinden. Also zum Ablauf, wir wollen das so machen. Ich meine, die Wohnung ist jetzt keine 150 Quadratmeter. Mhm. Wir werden das später so machen, dass wir kleine Grüppchen bilden. Ja. Dass auch immer jemand von euch mit dabei ist. Eine Kamera quasi auf die Situation gerichtet. Ja gut, wer nicht möchte, muss natürlich nicht. Und dann würden wir uns immer auf die Zimmer aufteilen. Ja. Und zum Beispiel jetzt reine EVP-Session wäre vielleicht nicht schlecht, weil sobald jemand hier mit der Spiritbox arbeitet, brauchst du in keinen anderen Raum mehr gehen, weil dann kannst du ja keine EVPs mehr aufnehmen.
Deswegen würde ich sagen, schon so eine Anfang mit einer reinen MVP-Sitzung, kriegt ihr dann Voice Recorder, jeder eine Kamera. Wir also was ich gerne machen würde, ich habe es eben schon gemacht, also ich habe sie zwar gebeten im Zimmer stehen zu bleiben, aber ich würde gerne mal mit einem Voice Recorder alleine in den Raum gehen. Können wir was alles machen. Was ich vielleicht gerade nochmal an der Stelle anbringen möchte, ich bin hier in der Wohnung sehr, sehr oft aus heiterem Himmel einfach gereizt. Oh ja. Und dann ist das auch, ich möchte nicht berührt werden, angefasst werden, ich möchte auch nicht irgendwie angesprochen werden oder so. Und von jetzt auf gleich ist es auch wieder weg. Also es könnte natürlich sein, dass es eine Entität ist, die wirklich so lange auf der Erde wandelt. Weil du musst dir das so vorstellen, wer jetzt ein Jahr tot ist, ja, wenn du jetzt einen neuen Job anfängst, musst du erstmal gucken, wie läuft das hier. Und wenn die drüben sind, müssen die auch erst gucken, wie läuft das hier. Aber wenn jetzt jemand, keine Ahnung, 1000 Jahre tot ist, der weiß alles. Der kann kratzen, der kann klopfen, der kann es einfach. Und was sie natürlich auch können, ist ganz kurz mal auf dich zugreifen, um dir irgendwelche Gefühle zu vermitteln. Assi, bestes Beispiel. Assi hat, genau, speziell in der alten Fabrik im Badezimmer laufen immer noch die Tränen. Und ich meine, wir kennen uns schon länger. Und das habe ich auch. Ich habe dann manchmal, denke ich mir so, ey, bist du eigentlich bekloppt? Da sitze ich hier und könnte heulen, obwohl eigentlich überhaupt nichts ist. Ich fühle mich depressiv, obwohl eigentlich gar nichts ist. Und mein Partner dann auch, spinnst schon wieder rum, was ist denn los mit dir? Lass mal deine Hormone untersuchen, so ungefähr. Ne? Ja. Aber das ist, ich kann das auch nicht, ich sage dann immer, lass es einfach. Ich möchte mit dir nicht darüber reden, ich möchte es dir auch nicht beschreiben, weil ich mich in dieser Situation auch einfach nicht ernst genommen fühle von ihm, wenn ich ihm das erzähle. Okay. Also für mich klingt das jetzt so auf den ersten Blick schon danach, dass ich jemanden mitteilen möchte, der anscheinend dann auch Hilfe braucht. Ob er sich jetzt, hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber er sich jetzt vielleicht den Hans als Entität ausgesucht hat, weil Entitäten können auch so schlau sein und sich denken, Kind kriegt Angst vor mir, ich nehme einfach mal eine andere Erscheinung an. Vielleicht klappt das besser und es scheint ja besser zu klappen, weil vom Hans erzählt sie ja mehr wie von irgendwas anderem. Ja. Andere existieren ja anscheinend, ne? Oder erzählt sie noch von anderen Entitäten? Wie gesagt, der Name Marie, Monster Marie ist die Woche gefallen. Und ein Mann mit Hut. Und dann sagt sie immer nur, sind noch ganz viele. Wenn man fragt, wie sehen die aus, irgendwie komisch. Aber sie scheint ja trotzdem Angst vor diesem Hans zu haben, ganz egal ob... Also vor diesem Hans ganz extrem, sie versteckt sich dann auch unterm Tisch und ich muss mich mit ihr unter dem Tisch setzen, weil ich sie sonst nicht rausbekomme. Naja, wir werden es rausfinden. Ich würde sagen, machen wir eine kurze Pause, Assi. Alle Fans, die sich unsere neue DVD Dämonenjagd gekauft haben, konnten unser neues Teammitglied Ruschitzer schon in voller Aktion begutachten. In der Pause, als die Kameras alle aus waren, schaute sich Ruschitzer etwas in der Wohnung um und blieb an einer Bildercollage stehen. Zielstrebig stach ihr ein Bild besonders ins Auge. Sie zeigte es den Klienten, weil sie meinte, dass sie zu diesem Herrn eine Art Verbindung fühlte. Die Oma der Familie erklärte uns, dass das ihr verstorbener Papa sei, der Hans heißt. Ich will mit ihm nichts zu tun haben. Aber sie sagte gerade, sie hat auf das Bild gezeigt und hat sich sofort mit ihm verbunden. Nee. Und dann fiel mir ein, er hieß Hans. Was hast du da genau gespürt von dazu? Irgendwas Negatives oder wegen dem Bild jetzt? Erstmal nicht, einfach nur eine Verbindung und dass der Mann für mich gefühlsmäßig sehr präsent ist. Okay. Sorry, ich wollte jetzt nichts auflösen, meine Liebe. Alles gut, bitte. Alles gut? Aber ich habe ja keinerlei Bezug und meine Kinder ja schon gar nicht. Das macht nichts. Der ist gestorben, da war ich 13. Das macht absolut nichts. Sie muss ihn nicht gekannt haben, nie gesehen haben. War ja bei dir mit deiner Tante genauso, mit der Erika. Voll. Nein, du kannst du ja nicht dafür. Das ist. Aber kann man den nicht irgendwie wegschicken? Das ist jetzt halt so. Aber das fiel mir wie Schuppen gerade von der Augen. Sie zeigt auf das Bild Hans.
Und sie steht ja auch immer vor dem Bild und will erklärt haben, wer die Leute sind. Mhm. Aber da ist von meinem Vater doch keins dabei. Doch, doch, das ein Schwarz-Weiß-Bild. Da sind noch zwei andere. Kann ich mir das Bild aber auch? Nee, da sind mehrere. Da sind insgesamt 5 oder 6 Personen drauf. Ich hab hier. Ja? Ich hab's aufgenommen. Ich hab das Bild aufgenommen. Ein Mädchen und zwei große wahrscheinlich. Das in der Mitte ist mein Vater, ja. Das andere ist seine Tochter aus erster Ehe und die andere Frau kennen wir nicht. Der Vater von meiner Schwester. Oh, okay. Das ist doch der Rodi, oder? Ja. Hey, sehr cool. Sehr cool. Und das ist halt meine verstorbene Mutter, die 2007 verstorben ist. Zu der hatte ich, oder wir alle, ein sehr inniges Verhältnis gehabt. Ich habe sie auch jahrelang gepflegt. Okay. Ja, ich bin echt mal mega gespannt. Also wollte ich runter, kam zur Hälfte runter und dann ging nichts mehr. Ich kam nicht runter. Und dann stand da eine Frau, die hat mir runtergeholfen. Ich kannte diese Frau aber gar nicht. Und vor 4 Jahren hat sich herausgestellt, dass wir noch eine Stiefschwester haben, die nicht weit von mir wohnt. Und der habe ich das so erzählt und dann sagte sie, wie sah die denn aus? Sag ich grauhaarig, muppelig und so. Ja, dann hat sie das Bild gezeigt. Das ist deine Oma. Krass. Kriegt halt Gänsehaut, oder? Ja, Mann. Das ist schon echt krass. Und davon, eigentlich mit 5 Jahren wusste ich dann schon, da ist noch irgendwas. Mhm. Und es gibt auch in meinem Leben noch ganz andere Geschichten mit sowas. Ja, die erlebt eigentlich jeder. Nur der eine verdrängt das und der andere merkt sich das und achtet halt im weiteren Verlauf seines Lebens darauf, ob sowas öfter passiert. Und wenn man sehen will, sieht man. Wenn man nicht sehen will, sieht man. So, jetzt habe ich erstmal hier ein kleines Geschenk für euch. Ich überreiche es einfach mal der Hausherrin, dieser neue Jungvi. Dann könnt ihr euch ja mal so ein bisschen durchreichen, dass ihr ihn euch mal angucken könnt. Und ich bin erst geguckt, wenn du in Bielefeld bist. Alleine gucke ich eh nicht. Das ist ein sehr guter Film geworden, auf jeden Fall. Echt? Mhm. Ja, ich habe den allerersten, den ihr gemacht habt. Den ja, ich auch. Stimmt, genau, den hast du ja nochmal so. Ja, und deine Hör-CD. Ja, ja. Das Hörbuch, genau. Das höre ich heute noch. Also, das fand ich echt super. Sein, ne? Ja. Wenn man halt mal hört, wie man dazu gekommen ist und so, weil ich sag mal, die meisten fangen ja mit dem Hobby an, weil sie dann genauso einen Werdegang haben, früh im Leben und Tod. Wenn du überlegst, ich war 8 Jahre alt und habe schon zwei tote Menschen in meinem Leben gesehen. Also mit 8 Jahren. Ja, also meine Nachbarin aus der Girl auf dem Hof, die ist an mir vorbeigerauscht. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, sei ich die Nachbarin, also beziehungsweise da ist gerade jemand am Fenster vorbeigeflogen. Und ich habe damals immer Ausreden gehabt, um nicht in die Schule zu müssen. Meine Mutter sagt, nimm jetzt dein Zeug. Und ich sage, nein, ich will nicht, weil wenn wir durch den Tunnel laufen, die liegt da. Ja. Was macht meine Mutter? Du kommst jetzt mit und wir sind da vorbeigegangen und die lag halt da Wirbelsäulen aus dem Rücken rausgekommen. Ah. Wenn du sowas mit 8 Jahren siehst. So Leute, und zwar sind wir jetzt quasi komplett hier im Hotspot. Ja, also hier mag die Kleine nicht mehr in ihr Zimmer gehen, weil sie behauptet, dass ein Junge namens Hans hier drin ist und der ihr anscheinend ja nichts Gutes will. Seit bekannt ist, dass wir herkommen, war es jetzt auch ein bisschen heftiger gewesen, gerade mit dem Zimmer, also sie will hier nicht mehr rein. Die Kinder sind Gott sei Dank heute nicht hier, aber wir werden definitiv hier jetzt mal alles aufbauen, was wir brauchen. Markus hat ein schönes neues Spielzeug besorgt, das werdet ihr gleich sehen. Die Kleine ist heute auch gekratzt worden. Bilder habt ihr auch schon gesehen. Vielleicht kriegen wir auch noch das Original. Dann packen wir das natürlich in die Episode rein. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir bauen jetzt mal auf. So. Also einmal dort statt die. Drinnen müsste auch die Platte sein. Boah, Marc. Meine Augen. Nimm mal die Kamera, film die Kamera.
passiert. Alter, krass. Jetzt direkt, wo du reingegangen bist. Mhm. Direkt. Schmeckt richtig wie die Vorstellung, das ist. Ja, da bin ich ja echt immer gespannt, was da noch kommt. Ist hier irgendjemand? Schon fühlst. Willst du mir irgendwas sagen? Wer auch immer du bist, du kannst gerne dem Assi alles sagen, was du möchtest. Du kannst ruhig machen, dass ich mehr Tränen habe. Kein Problem. Kommt und geht. Das ist mit meiner Gänsehaut eben. Ich hab jetzt auch keine Gänsehaut. Aber die Augen sind eben direkt feucht geworden, oder? Krass. Also, ich krieg gerade wieder brutal gerade dieses Gefühl in den Augen. Und das ist schon heftig. Hans, wenn du hier bist, kannst du richtig mit mir reden. Ja, da fehlt ja wahrscheinlich eher um den Erschütterung. Das ist ja das Schöne. Weil so, wie du es gerade gemacht hast, mir dürfte nichts passieren. Aber wenn es ein Mäuer ist, weißt du halt nie. Das Licht ausmachen? Okay, kannst du ganz kurz auch mal das Licht ausmachen? Sehr schön, perfekt. Ist drauf? Ja, machen wir deine Leuchte aus, Assi. Sehr gut. So, Licht nochmal an komplett. Gut. Wenn wir hier reinkamen, wo du drüben warst, Frau Mann, Assi, ich habe hier komplett Gänsehaut an der Stelle gekriegt. Okay. Komplett. Wie gesagt, nach einer Stunde wechseln wir und kannst du runter machen, dann stelle ich die Cam dahin, dass wir das alles mal aus allen Richtungen haben. Ihr könnt mal die Klienten fragen, ob die Klebeband haben, weil dann kann ich den nämlich hier auf Dauerstrom setzen. Und ich gucke mal in der Zeit, wo ich die Geistercam hinstelle. Aber ich glaube hier oben. Ich finde es auf jeden Fall in der Regierung. Ja, ja, also ich habe es auch gemerkt, es fühlt sich echt komisch an. Du stehst hier drin ohne Mist. Und ich schmeck direkt, wie die Flüssigkeit in meine Augen läuft, ohne Mist. Aber ich merke das auch, Alter. Ich steck nur den Kopf rein und fühle mich schon da. Das hat jetzt nichts damit zu tun, weil es hier ein Halsraum ist oder sowas. Ja? Nee, nee. Auf keinen Fall, Alter. Definitiv nicht. Ja. So in der Höhe müssten wir die. Was, wenn mit dem Affen was passiert und der fällt, dann gibt es nämlich auch ein Foto, dann haben wir es einmal da drauf und einmal da drauf. Ja, das können wir gehen. Oder hier? Der Hochtisch. Der ist auch wieder zu hoch. Ja, der ist wieder zu hoch. Ja, das funktioniert. Wenn ich den ein bisschen ankipp. So. Das weiß ich nicht. Wir machen jetzt mal einen Test. Die soll jetzt mal auslösen. Und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Hier ein kurzer Break. Diese Kiste solltet ihr euch gut merken. Sie wird der wichtigste Bestandteil unserer Untersuchung werden und verhalf uns zu einer Aufnahme, die Deutschland so noch nicht gesehen hat. Dazu später mehr. Schon auf? So, wir haben uns gerade ein bisschen gestärkt, weil Klienten total nett. Ja, ein riesen Buffet schon fast aufgebaut für uns. Haben wir natürlich jetzt auch mal was gegessen. Und Assi und ich machen jetzt einfach mal den IMF.
Messung und schauen ganz einfach mal, ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt. Ja, wir schauen ganz einfach mal. Gut, hier geht's hoch, aber es ist noch der Fernseher. Da ist nichts. Geht der Bewegungsmelder an, nicht erschreckt. Gut auf, hm? IMF ist definitiv negativ, nichts zu finden, aber das kann sich auch ganz schnell ändern, wie wir wissen. Von daher werden wir jetzt gleich mal hier überall Licht runterfahren und dann mal mit einer reinen EVP-Sitzung im Wohnzimmer anfangen. Da werden wir auch noch keine Gruppen bilden, sondern da sind wir erstmal alle auf einem Fleck. Da herrscht viel Energie, die wir geben können. Und mal gucken bei einer reinen EVP-Session, ob wir da schon irgendwas einfangen können. Und wir suchen jetzt erstmal nach den Antworten auf die Fragen, wer ist dann hier? Was will er hier? Ja, ihr habt die Geschichte gehört. Ja, also hier der halbe Stadtteil hat mal gebrannt. Irgendwie über 200 Menschen sind hier im Schlaf verbrannt. Das ist definitiv ein Ort, wo man sich schon gut vorstellen kann, dass es hier definitiv paranormale Phänomene gibt. Und das müssen wir halt wissen. Es ist ortsgebunden, gibt es eine Verbindung zur Familie. Und das ist jetzt quasi ja, der erste Job, den wir hier zu erfüllen haben. Ja. Und was halt ganz wichtig jetzt ist, nur die reden, reden, alle anderen sind so still wie es geht. Weil da kommt es jetzt echt auf jede Kleinigkeit an. So, hallo, mein Name ist Marc. Ihr habt uns ja jetzt hier bestimmt schon ein bisschen beobachtet oder zugehört. Ich habe heute den Assi mitgebracht, die Laura, die Ruschitza, den Markus und ja. Den Rest brauche ich, glaube ich, nicht vorstellen, weil das Menschen sind, die zum Teil hier leben, wie die Katrin. Und ihre Eltern, die ja natürlich hier öfter zu Besuch herkommen. Und falls ihr euch jetzt fragt, was wir heute hier wollen, kann ich euch ganz einfach sagen, wir wissen, dass ihr hier seid. Wir wissen, dass hier Sachen passieren, die nicht normal sind, beziehungsweise nicht für die lebende Welt. Und wir würden gerne die Brücke öffnen zur Anderswelt, um zu erfahren, ob es hier irgendwelche Entitäten, sprich Geister, verstorbene Seelen gibt, die irgendeine Aufgabe vielleicht hier noch haben oder aus irgendwelchen anderen Gründen noch hier in diesem Haus oder Wohnung sind. Deswegen würde ich jetzt ganz einfach mal fragen, kann uns dann irgendjemand hören oder sehen? Also falls du dich jetzt nicht
trauen solltest oder vielleicht auch Angst hast oder nicht weißt, was jetzt hier passiert. Wir wollen gar nichts Böses von dir, wir wollen einfach nur mit dir reden. Ja? Weil, hast du vielleicht mitbekommen, hier gibt es Kinder und die haben Angst. Angst vor denen, die jetzt hier sind, die sich quasi, ja, wie war der Name? Von? Von dem Jungen? Hans. Hans, wie zum Beispiel der Hans, ja, der macht ja anscheinend den Kindern Angst. Und ich lade einfach mal den Hans ein, dass er einfach mal hierher kommt zu uns und uns auf dieses Gerät hier spricht, mit dem roten Licht, und uns ganz einfach mal erklären kann, was er hier zu suchen hat. Weil hier hat eigentlich keiner was zu suchen, außer die Familie. Also, was möchtest du hier? Okay, das scheint aus der Wohnung von unten drunter zu kommen. So hört es zumindest an. Sind die Wände sehr hellhörig? Nicht so. Also die Nachbarn sind eigentlich auch sehr, sehr leise, bis auf das mal Klavier gehört wird. Mhm. Aber sonst hört man überhaupt nichts von denen. Also ich habe die ganze Woche die nicht gehört. Also ich hör jemanden reden. Mhm. Hatte ich auch eben gehört. Mhm. So, ja. Fenster sind alle zu hier drin. Ja, Fenster sind alle zu. Also wie gesagt, wir werden auch erst gehen, wenn wir quasi wissen, warum du hier bist. Vielleicht brauchst du ja auch Hilfe und wir könnten versuchen, dir zu helfen, dass du einfach dahin gehen kannst, wo du hingehörst, nämlich ins Licht. Weil hier in diesem Haus und in der Wohnung hast du keine Berechtigung zu sein. Und wenn ja, erklär uns, wie deine Berechtigung aussieht. Auf der anderen Seite kannst du dich auch ganz gerne mal bemerkbar machen, indem du mal klopfst oder mal, ja, hier durch die Wohnung läufst. Halt einfach mal irgendwas machen, dass wir dich hören können. Zum Beispiel jetzt. An dieser Stelle nochmal ein kleiner Break, weil jetzt wird's wichtig. Ihr könnt euch noch an die Aussagen der Klienten erinnern, dass, ja, Dinge sich wie von Geisterhand bewegen, ohne dass irgendjemand Einfluss darauf nimmt. Wir persönlich haben so etwas in unserer Laufbahn noch nie auf Kamera aufnehmen können. So, und jetzt kommt die Kiste wieder ins Spiel. Die solltet ihr euch merken. Darauf platziert unsere Geisterfalle und ein Laser-Pinpointer, den wir extra in eine Vertiefung gelegt haben, dass er nicht wegrollen kann. Plus zur Sicherheit noch ein Geldstück, was daran befestigt war mit Klebeband. Ein Wegrollen oder Bewegen absolut unmöglich. Läufst, halt einfach mal irgendwas machen, dass wir dich hören können. Zum Beispiel jetzt. Ich dachte mir nur, no way, das kann nicht sein. Noch vor Ort schauten wir in die Videotakes rein und ich stand gerade in der Küche bei einem Café, als ich genau diese Aufnahme sah und mir nur dachte, das kann doch nicht wirklich passiert sein. Wir gingen sofort zurück ins Zimmer, um zu überprüfen, ob es sich vielleicht einfach nur um, ja, einen kleinen Fehler handelt, aber nein. Es war einfach unmöglich, dass dieser Stift von alleine die Seite wechselt. Gerade weil er in einer Vertiefung lag. Er hätte unmöglich von alleine da rauskommen können. Und ja, wir können bestätigen, in dieser Wohnung bewegten sich Dinge wie von Geisterhand. Im Treppenhaus war was. Drüben im Kinderzimmer haben wir dir was Schönes mitgebracht. Hans, falls du das hören kannst, ja? Drüben steht ein kleiner Spielzeugaffe. Den hat der Markus heute extra mitgebracht. Wenn du magst, kannst du mit dem spielen. Und weißt du, was das Tolle daran ist? Wenn du dem irgendwas vorsagst, dann spricht er das nach. Sehr gut. Das wird dünn, Bossi. Sehr gut. Das wird dünn, Bossi.
Wie gesagt, die Hauptfrage ist halt, warum ihr hier seid. Hat das was mit dem Brand von damals zu tun? Seid ihr vielleicht Brandopfer? Wie gesagt, einfach mal klopfen, wenn es geht, dreimal. Bevor wir jetzt hier so rein um Team intern machen, frag du doch gerade mal in den Raum rein, was dich interessieren würde. Warum er da ist? Mhm. Frag einfach, als ob die Person jetzt hier mit uns sitzt. Hans, ich würde gern wissen, warum du da bist und was du von meiner Tochter möchtest. Wie hieß die andere nochmal? Monster? Monster Marie. Wer ist dann die Monster Marie? Das ist ja mal ein lustiger Name. Kann die Marie vielleicht mal hierher kommen und uns erklären, warum sie hier ist? Kann die Marie mal dieses Gerät hier berühren? Also wenn du das kannst, das wäre klasse. Und das macht doch dann was. Wenn du das anfassen tust, dann piepst das. Dann gibt es so ein rotes Licht. Wir können auch reden darüber. Wie gesagt, wenn du näher kommst, dann piepst das. Könnten wir ein Spiel machen mit einmal piepen für ja und zweimal piepen für nein. Könnten wir mal ausprobieren. Ich frage jetzt einfach mal, bist du hier? Also was mir jetzt so auf Anhieb auffällt, ist, die Kerze ist in einem Glas drin, ist windgeschützt und ist nur am Flackern. Ja, ich knister da extrem auf. Weil da dürfte kein Wind oder irgendwas hinkommen. Magen? Meiner. Gut. Also wie gesagt, du wohnst hier nicht. Du kannst auch hier nicht bleiben. Das geht nicht. Das erlaube ich auch gar nicht. Das erlauben wir nicht, dass du hier bleiben kannst. Wir können uns jetzt unterhalten darüber, warum du hier bist, und wir können dir helfen. Ansonsten gibt es halt auch noch andere Möglichkeiten. Ich denke, dass du diese Möglichkeit, dass wir ja, dir helfen könnten, nachdem wir hier weg sind, nicht mehr wieder bekommst. Das ist deine Möglichkeit. Zeig dich, rede mit uns, kannst uns vertrauen, definitiv. Also, wir hatten schon mit ganz vielen Verstorbenen Kontakt. Und es ist für uns auch nichts Neues. Wir erschrecken uns auch nicht. Wir haben auch keine Angst vor dir. Berechtigung zu sein. Und wenn ja, erklär uns, wie deine Berechtigung aussieht.
Der war wegen Flüstern. Ja. Gegen uns zu sein. Und wenn ja, erklär uns, wie deine Belästigung aussieht. Ja. Oh, oh. Damals. Da war was. Wie deine Belästigung aussieht. Ich muss nochmal zurück. Und wenn ja, erklär uns, wie deine Belästigung aussieht. Ja, da redet jemand. Das ist männlich. Ja, da redet jemand. Boah, also das schüttelt mich alles, gell? Das schüttelt mich alles. Da krieg ich Gänsehaut des Todes. Da ging es um die Berechtigung. Und da, also ich verstehe so geflüstert, so. Ja. Vor allem, das klingt wie eine Antwort auf deinen Satz vorher. Du hast keine Berechtigung hier zu sein. Und wenn ja, und dann. Hier in diesem Haus, in der Wohnung, hast du keine Berechtigung zu sein. Und wenn ja, erklär uns, wie deine Berechtigung ist. Das weißt du. Das weißt du. Pass auf, was du noch machen? So, als ob du 2,5 Promille hast. Ja. Also, das ist schon nicht schlecht. EVP Nummer 2, immer noch Privatfall, Spiritbox-Sitzung im Wohnzimmer. So, jetzt haben wir mal das Gerät hier eingeschaltet. Und jetzt können wir dich in Echtzeit hören. Echtzeit heißt, wenn du uns was zu sagen hast, dann tu es jetzt über die Welle. Und wir können dich direkt hören. Also ich sag einfach mal Hallo an ja, die Entitäten, die jetzt quasi mit uns hier sind. Und natürlich auch ein Hallo an die Anderswelt. Wir würden gerne ja, die Brücke öffnen für euch, um mit euch zu reden, um zu erfahren, wer hier in diesem Haus ist. Hallo? Kann uns vielleicht der Hans hören? Hans, wenn du uns hören kannst, bist du ein kleiner Junge? Nur ganz leise. Das geht noch besser. Das geht noch besser, Hans. Magst du irgendwas spielen mit uns? Hallo! Ich krieg grad Tränen in die Augen. Okay. Ist jetzt gerade irgendjemand hier bei uns, der uns erzählen kann, was hier in dem Haus mal passiert ist? Ich wollte gerade eine Stufe runtergehen. Mal gucken, ob wieder was kommt. Jetzt läuft es aber auch auf der richtigen Lautstärke. Das ist richtig. Erik. Erik. Hallo, ich bin hier los. Ich hab noch ausgemacht. Ich hab auch noch ausgestanden. Warum sollen wir das denn ausmachen? Irgendjemand hier, der Hilfe braucht. Wir können helfen. Boah.
Alles gut, Ossi. Ich kämpf grad, ja. Jetzt noch ein bisschen runter. Kinder? Ja, hier leben normalerweise Kinder, aber die sind heute nicht da. Kennst du die Namen von den Kindern? Wie heißen die Kinder? Wer ist der Hans? Kannst du uns hören, Hans? Komm hierher und wir spielen was. Magst du spielen? Jetzt schwätzt ihr, ist schon klar. Du hörst mich nicht, du hörst mich nicht. So bin ich was. So, also fangen wir ganz einfach nur von vorne an. Wir sind von Paraeng, das soll heißen, wir sind eine Gruppe, die versucht, Kontakt zum Jenseits herzustellen. Und sind heute hier, weil wir von Katrin gerufen wurden. Und ja, die Kinder haben vor irgendjemandem Angst, der sich hier in der Wohnung aufhält oder der sich den Kindern zeigt. Und wir sind heute hier, um mit diesemjenigen mal zu reden, warum er das tut. Du bist kein Held, wenn du das machst. Die Kinder haben Angst vor dir. Und jetzt wollen wir wissen... Machen Sie auf. Hören Sie bitte auf. Hören Sie auf. Ganz deutlich. Hören Sie auf. Ich höre aber nicht auf, weil das mein Job ist. Ja, und ich möchte wissen, wer macht den Kindern hier Angst? Volles Kopfen im Hals. Volle Kammer. Aber jetzt funktioniert es besser. Wer hat gerade gesagt, hören Sie auf? Sind Sie jetzt gerade hier bei uns, weil Sie das gesagt haben, hören Sie auf? Sind hier Kinder anwesend? Was? Wer ist klein? Hast du gehört? Wer ist klein? Wer ist denn... Ja. Wer ist denn klein? Kannst du mir einen Namen nennen? Sitzt hier irgendjemand, mit dem du reden möchtest, dann sag den Namen. Dann sind wir alle still und du kannst mit dem alleine reden. Sag uns den Namen. Sehr deutlich. Mhm. Was ist mit der Hildegard? Willst du mit Hildegard reden? Ich bin das Breite.
Was ist mit Hildegard? Willst du Hildegard was sagen? Dann tu es jetzt. Besserung. Hast du irgendwas? Ja. Kannst du uns sagen, wer du bist? Hildegard war ganz deutlich. Mhm, einfach deinen Namen, damit die Hildegard weiß, von wem sie gute Besserung gewünscht bekommt. Wir machen ganz kurz mal eine Pause. Immer früher, meine Mutter musste zweimal an der Schilddrüse operiert werden, unter anderem ihre Stimmbänder entfernt. Oh. Und sie hat nur ganz leise gesprochen. Aber ihre Stimme früher, die weiß ich noch. So, wenn ich jetzt ein ganzes Stück, also die Kampfsprüche erst mal Pause machen. Gerade eben stand ich noch in der Küche und sah zum ersten Mal die Aufnahme des sich bewegenden Pinpointers. Ich muss zugeben, leicht geschockt und verstört, trieb es mich direkt ins Zimmer, um nachzusehen und natürlich unseren Zuschauern und Klienten erzählen zu können oder erklären zu können, was dann eigentlich passiert ist. Und na klar, es war unsere Aufgabe, jetzt für Ordnung zu sorgen und den Fall aufzuklären. Ja, Leute, ich habe mich gerade mal hier in den Raum zurückgezogen und es tut schlecht. Ich habe auch gerade zu meinem Team gesagt, hier ist auch kein Spaß gerade. Ich glaube, ich muss mich gleich übergeben. Das hat sich ein ganzes Stück verrückt. Ja, also wir sind hier gerade am Diskutieren. Wir werden euch die Aufnahme gleich mal zeigen. Der Laserpointer, das Laserbild, was hier gelegen hat, hat sich ein ganzes Stück verrückt. Es war keiner im Raum, man sieht es ganz deutlich. Eine absolut sensationelle Aufnahme. Die keinerlei Erklärung mehr bedarf. Man sieht, das ist definitiv nichts aus dieser Welt und wir werden euch die Aufnahme gleich nochmal von der Kamera abgefilmt zeigen und ja, was soll ich groß dazu sagen? Also hier das Kinderzimmer, in dem wir gerade stehen, scheint der Hotspot zu sein, was auch quasi das widerspiegelt, was unsere Klienten uns erzählt haben. Ich bin echt geflasht. Ja, ich bin echt geflasht. Aber wir werden jetzt gucken, was wir noch rauskriegen. Und haben natürlich auch eine Verantwortung der Familie und den Kindern gegenüber und schauen halt, dass wir das Beste rausholen können. Und jo, begleitet uns noch ein bisschen. Es wird mega spannend. Das kann man jetzt schon sagen. Marc, hast du das gerade gehört? Hast du das Geräusch mitgekriegt? Ja. Das ist nicht normal. Sicher? Das ist nicht normal gewesen. Das war jetzt das erste Mal. Okay. Aber ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, dass der Schrank sich verrückt hat. Okay. Darf ich gerade mal das Licht anmachen? Ja, klar. Ja, von der Wand. Der ist von der Wand weg. Die Box oben steht sogar noch an der Wand. Gut, das müssten wir doch irgendwie auf der Kamera drauf haben. Nee, aber der Kleiderschrank geht nicht weiter nach hinten. Nee, der muss so stehen, weil da ist die Fußleiste. Ach so. Was ich für ein Gefühl habe, ist, dass das Bett, ja. Das Bett sich verrückt hat. Und das zwar, ich weiß nicht, ob es ganz an der Wand stand. Aber es steht so, dass das hier ein V bildet. Also das heißt, es muss sich nach so verhalten. Ja, und so sieht es hier auch aus. Auf jeden Fall, das Bett steht hier immer an der Wand. Okay. Und ganz ist das ein ordentliches Stück gerade gewesen, ne? Ja, und es steht auch ganz nah. Kann man das noch auf der Kamera sehen? Kamerad von... Nee. Nee, Assi hat hier gestanden und hat hier runtergefilmt. Das war jetzt ein ganzes Stück für schon. Aber das Geräusch war nicht normal. Das war echt nicht normal. Ja. Also wir hatten eben auch ein Geräusch, wo ich mit der Ruschitzer und mit dem Asi hier drin war. Das war aber eindeutig die Toilettenspülung. Das hat man gehört. Das war nicht zu verwechseln.
mochte keine. Diese Tür noch nie. So, und dieses Teil geht's hier. Das sieht man quasi auf der Kameraaufnahme. Das hat hier gelegen, wie es sich einmal hier rüber bewegt. Ja? Und wie ihr sehen könnt, haben wir extra ein 20-Cent-Stück drauf fixiert. Das lag da drauf und es ist quasi unmöglich, dass es von alleine weggerollt ist. Mega Aufnahme definitiv, haben wir so noch nicht gehabt. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, was noch kommt. Ja, bis gleich. Wo gehört hat? Genau das. Die Batterien lagen nämlich gerade versetzt irgendwo auf dem Boden. Okay. Ich habe die Batterien doch hier so auf den Tisch gelegt. Ja. Und beide Batterien lagen eben hier. Okay. Und das ist genau das, was ich gehört habe. Dieses dumpfe... Ja, da mag jemand... Also es sieht schon so ein bisschen nach einem kindlichen Geist aus. Ruschitzer, spürst du da irgendwas, dass das vielleicht ein kindlicher Geist sein könnte? Also vorhin habe ich so, ist mir Kind, deswegen habe ich auch gefragt. Weil ich finde, das sieht alles so nach Spielerei aus, weißt du? Ich meine, wie jetzt hier die Dings so runterschmeißen. Genau. Ja, dann ganze Zeit das Licht anmachen, das Piepen. Vielleicht, dass wir mal eine Verbindung mit den Kindern aufbauen. Das probieren wir jetzt gleich mal drüben im Raum, definitiv. Und als wir hier drinnen gestanden haben, die Räume um sich bewegt. Die Batterien sind vom Tisch geholt. Beide. Man muss ja dazu sagen, dass wir jetzt durch unsere Anwesenheit natürlich denen signalisieren, jetzt halt was kannst. Ja, das ist aber, wenn wir weg sind und alles gesagt haben, dazu kommen wir später, dann wissen die auch, dass es um ist. Ja. Von daher. Alle. Ja. Mach dir keine Gedanken. Ich mache mir Gedanken um meine Enkelkinder. Du bist eine gute Oma. Du erinnerst mich an meine Mutter. Ja. Aber glaub mir, wir wissen auch, was wir hier machen. Und wir gehen hier nicht raus, ohne dass wir genau wissen, was hier Fakt ist. Ja. Ansonsten sagen wir auch allen anderen Klienten, ist nochmal was, ruf an, wir kommen. Das kostet euch gar nichts. Ja. Nur ein bisschen anders, nicht Grundbrot. Ein bisschen Käsebrot. Ein paar Käsebrote. Dann bringen wir das nächste Mal eine Kuchen mit und dann passt das auch. Dann haben wir auch was Veganes. Dann wieder auf. Das war aber nicht länger an. So, ihr wolltet sich ich weiß nicht, ich habe gerade nach da geguckt. Und dann habe ich nur im Augenblick gesehen, dass da jemand war. Und das Licht noch an war. Das heißt, die Leute machen ja. Also wir hören ja auch die Schritte von dort. Wir hören ja die Schritte auch von vor der Tür. Weil so seid ihr nicht drauf. Unwahrscheinlich. So, da bringt es auch nicht so einen Schlafen jetzt an, Mache, weil der redet ja das nach, was ihr sagt. Okay, das ist gut. Wenn ihr hier fertig seid, sagt mal kurz Bescheid, weil dann tue ich die Kamera nochmal neu positionieren. Mhm. Gut. Die Geister fallen nämlich dann mit, weil wenn ihr hier seid, dann löst ihr aus ohne Ende. Und ne? Den Bewegungsmelder nehme ich auch mal mit. Wir nehmen dann jetzt unsere Cam. Hasi, du bleibst bei der Mädels? Ja. Was sind denn mit Kamera oder ohne? Nö, habt ihr Kamera, Tonspur. Was da? Ja. Soll ich jetzt vorher ansagen, dass das die VIP-Sitzung ist? VIP. Genau. Yeah. EVP-Sitzung bei Lea im Zimmer mit der Spirit Box. So.
Was geht ab? Was geht ab? Bei uns geht nicht allzu viel ab, außer jemand möchte mal mit uns sprechen. Ist der mit lauter? Hm? Ist der mit lauter? Ist die Batterie vielleicht zu schwach? Von der Spiritbox? Man müsste unten gehen. Ich weiß doch wo. Ich sehe das da. Wenn du die Treppen runterkommst, direkt links. Und dann seht ihr da wie so ein Gelände, da geht's dann nochmal runter. Okay. Marc? Ja? Geht die Spiritbox auch irgendwie ein bisschen lauter? Also eigentlich, wenn ihr die Box dran macht, habt ihr ja vorhin gehört, ist die schon... Ja, aber jetzt ist die voll leise. Das Coole ist, wir haben die eben an die Box angeschlossen. Das Erste, was kam, war, was geht ab? Ach was? Ja, das dürftest du sogar drauf haben. Bitte. Ja. Ja, müssen wir ein bisschen freischaufeln hier uns, weil das ist der Keller von früher. Kommt mal, das ist ein bisschen schlecht hin, aber können wir uns ein bisschen freischaufeln. Musst du erstmal Pause am besten, weil. Kann ein bisschen dauern. Das dauert jetzt ein bisschen. Oh, das sieht auf jeden Fall kacke aus. Ich würde sagen, das lassen wir mal ganz geflasht. Ja, lass sein. Ja, ja, weil das ist. Ich habe eh das Gefühl, dass das meiste von oberhalb kommt, ja. Dass es aus der Wohnung kommt, nicht von hier unten. Ja, weil von. Sehe ich auch so. Ja. Das ist, nee. Nee. Wollen wir uns da irgendwie noch Snackflaschen oder so? Sehe ich auch so. Besser ist es. Safety first. Haben wir jetzt abgebrochen, weil da liegt zu viel Zeug auf der Treppe. Und bevor sich da jetzt jemand noch wehtut. Ne, bevor wir uns noch das Knie zwischen. Also wie gesagt, wir waren auch nie da unten oder haben da das Rettung gehabt. Ganz vergessen. Liegt alles auf der Treppe. Was denn? Pappe, Müll. Vielleicht Öl hier. Ein Kaffee oder? Ah, super. Ich kann einen Kopf setzen. So einer reicht mir. Da reicht mir auch ein kleiner. Aber ich brauche so einen kleinen Fachmacher. Ich rausgucke. Ja. Ja.
sein, dass das hier von dem ist, aber. Ich guck raus, höre da ganz leise neben mir Mama. Aber um die Uhrzeit? Ja, das kann Laura gewesen. Die Hände sind doch schon recht müde. Frisch in Deutschland. Oh ja. Definitiv frisch in Deutschland. Ja. Aber ich denke schon, dass sie auf jeden Fall ist. Das mit dem Laserpointer hat mich irgendwie. Das sind Batterien. Die Aufnahmen sind der absolute Knaller, aber ich kann euch sagen, das habe ich auch meinem Team schon so oft erzählt. Meistens, wenn wir nach Hause fahren und es ist so wie jetzt, dass ich schon denke, hm, wir wollen noch eine Location dazu machen, dass du auf die 2 Stunden kommst. Hat mir immer so viel Material gehabt, gerade bei dem Privatfall von denen. Ja. Vielleicht hier so drauf. Richtung. Geht das Licht von alleine aus? Ja. Gut. Ich muss mal kurz warten, bis es ausgeht, dann sehe ich auch. Ich muss mal gucken, was man da sieht. Ich könnte das aber auch so machen. Ja, nicht, dass ich von der Haltung nicht unter mich. Nee, nee. Bei dem kann es schon mal passieren. Ja. Ja, aber bei dem hier sitzt die besser drauf. Vielleicht hört man ja auch später irgendwas auf der Kamera oder so. Ich mag diesen Flügel. Ich will ehrlich sagen. Hörst du das? Hm. Aber ich glaube, das ist mit. So, okay, wenn das jetzt rausgeht. Naja, wir gehen mal rein. Wir sehen ja dann irgendwann, wenn es raus ist. Dann kommen wir auf das Bild. Aber wenn nämlich jetzt das Licht ausgeht und er auf Nachtsicht umschaltet, kann sein, dass das Bild. So, wer hat uns denn gerade so schön begrüßt? Gerade bei der Lia im Zimmer und würden gerne wissen, wer denn mit der Lia hier drinne wohnt. Mit uns im Raum. Wer bist du denn? Wie ist dein Name? Hier ist Hildegard. Papa, bist du das? Bist du hier bei Lia?
Irving, bist du hier bei Lia? Oma Annelore, passt du auf Lia auf? Beobachtet ganz genau den unteren rechten Bildrand. Man sieht dort eine Anomalie ins Bild fliegen. Sie taucht mitten im Bild auf und verschwindet auch wieder aus dem Bild heraus. Durch die Flugbahn und das Aussehen können wir ein Insekt zu 100% ausschließen. Ich finde die Aufnahme super interessant, da das Objekt sich direkt durch die Wohnungstür bewegt. Wird hier etwa hin und her gependelt? Aber damit nicht genug. Plötzlich hört man, wie die Wohnungstür sich öffnet und wieder schließt und jemand das Treppenhaus runterläuft. Aber es ist niemand da. Interessant auch, dass das Licht im Treppenhaus ausbleibt. Und nein, von uns hat niemand die Wohnung verlassen. Ja, was bist du denn? Möchtest du Verstecken spielen? Soll ich dich mal suchen, komm? Was ist hier drin, Kuba? Gar nichts. Nee, das ist so flach. Das hier war eigentlich mal der Dachboden von dem Museum. Wer ist denn Monster Marie? Hast du Lias Hose geklaut? Gibt es jemand Bestimmtes, mit dem du reden möchtest? Mit dem du reden möchtest? Mit dem du reden möchtest? Was möchtest du von mir?
komm, Rositzer, sag mal, was denkst du? Als wäre hier nichts mehr. Ich find's auch komisch. Es hat sich irgendwie ab einem gewissen Moment hat sich das Blatt gewendet. Als wenn es uns gerade einfach nur verarscht. So. Ja. Als wäre es nicht da, aber doch irgendwie da. Ja, schon irgendwie das Gefühl, also er ist da auf jeden Fall, aber er ist nicht greifbar. Jetzt noch irgendwas zu machen, ja? Dass er seine Kraft komplett verbraucht hat, dass er jetzt erstmal keine Kraft hat, um irgendwas zu machen. Naja, nach den ganzen Batterien, die der gesaugt hat, Alter, müsste er eigentlich Power haben bis zum Gipfel. Ja, aber guck mal, was er bewegt hat. Du kannst auch von das hier stimmt auch. Nehmen. Das sieht auch ohne... Ja, so langsam muss es viel Kaffee sein. Weil wir haben es jetzt, was haben wir, 2 Uhr? Zwei Uhr. Schauen wir mal, ihr habt es ja gerade gehört, was Rositzer gesagt hat, Markus gesagt hat und die Klienten gesagt haben. Also, wir haben ja einen Punkt gehabt, wo es echt krass war. Und jetzt irgendwie abgeschnitten. Ja, also, entweder hat da jemand keine Lust mehr, keine Kraft mehr. Was wir eingefangen haben, haben wir eingefangen. Und das ist schon mega geil. Ja, von daher, für uns war es ein Erfolg, aber es bringt nichts. Das muss ja auch für die Klienten ein Erfolg sein. Von daher müssen wir jetzt einfach gucken, was da noch geht und was nicht geht. Und am Ende werden wir eine Säuberung durchführen. Rositzer auf ihre Art, ich auf meine Art. Und dann wollen wir ganz einfach hoffen, dass hier Ruhe ist und die Kleine wieder in ihr Zimmer geht. Und wäre natürlich super, wenn das klappen würde. Ne? Aber wir schauen mal. Hier noch eine EVP aus dem Treppenhaus. Man hört ganz deutlich eine Stimme den Namen der ältesten Tochter sagen. Oh oh. Feuer! 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 Alle raus! Feuer! Also was mir jetzt immer so auffällt nach der ganzen Zeit ist direkte Kommunikation. Übelst schwierig, aber ansonsten, was hier abgeht, das ist schon krass. Ja. Nur du kriegst halt keine direkte Reaktion. Ich glaube auch, da ist irgendwas, was nicht direkt mit uns sprechen will, ja? Mhm. Was uns so versteckt sich. Ja. Ja. Als ob da jemand mit uns spielt. So nach dem Motto, ja, findet mich. Ihr kriegt ein Kind, will versteckt. Also Flu heißt Grippe. Okay. Wenn ich die Mäuer hab, weißt du, was los ist. Kann ich gerade nicht gebrauchen. Nee, ja. Läuft. So. Irgendwie 3 Uhr oder sowas morgens. Wir haben uns entschlossen, an dem Punkt jetzt hier Schluss zu machen, weil wir einfach jetzt zum Schluss keine Aktivität mehr einfangen konnten. Zumindest keine, die für uns sichtbar oder hörbar war. Auswertung. Leute, ihr wisst, wie es läuft. Wir haben es den Klienten auch erklärt. Die meisten Sachen kommen halt bei der Auswertung. Und wir werden natürlich im Kontakt bleiben. Die Klienten können natürlich vor euch die Episode sehen. Ja, ist nur allzu fair. Und ja, jetzt natürlich nochmal so ein kleines Abschlussgespräch. Hat dir das überhaupt was gebracht, was wir heute hier haben? Also hat es auf jeden Fall. Ich weiß schon mal, dass nichts Böses da ist. Das beruhigt mich auf jeden Fall. Aber ich hätte mir schon irgendwo ein bisschen mehr Aktivität auch gewünscht. Weil du ja auch weißt, was hier entstehen kann. Und es ist ja dann klar, Geisterjäger sind dann da und dann passiert halt nicht mehr so viel. Aber es ging halt hauptsächlich darum, dass es sich hier jetzt nicht um irgendeine aggressive Entität handelt. Jo, was sagst du dann? Wie hat es dir gefallen? Denkst du, es hat was gebracht? Hat es dir was gebracht? Fandest du es interessant? Also ich fand es sehr interessant. Es hat mich auch so ein bisschen beruhigt, dass wirklich nichts Böses da ist. Dass die Kinder geschützt sind.
Und ja, es ist einfach doch beruhigend. Und, aber ich wünschte mir, dass man da vielleicht auch noch ein bisschen mehr machen kann. Dass man auch Gewissheit hat, sie sind weg. Na gut, das machen wir jetzt gleich noch. Das ist quasi unsere allerletzte Handlung, immer bevor wir von dem Platz gehen. Wir reinigen uns selber, wir reinigen den Ort und das könnte natürlich auch noch was bringen. Ne? Hm. Also wir haben halt auch zu den Klienten gesagt, wir machen eine Nachbetreuung. Das heißt, sollte hier noch was passieren, können sie uns um jede Uhrzeit anrufen. Wir kommen auch gerne noch mal vorbei. Aber an dem Punkt muss man halt dann erstmal Stopp machen. Rudi, fandest du interessant? Auf jeden Fall, muss ich sagen. Ja? Also mal selber dabei zu sein. Mal selber als Klient dabei zu sein und auch mal ja, so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Amateur-Baustanten zu betreiben mit euch. Fand ich super und auch, ja, dass im Prinzip meinen Enkeln so eigentlich jetzt keine Gefahren drohen. Brauchst du keinen Gedanken machen. Also ich brauch da echt keinen Kopf machen. Also ich sag auch noch mal vielen, vielen Dank. Es war super lustig, super cool mit euch hier. Freut uns natürlich, dass wir zumindest schon mal die Angst nehmen konnten. Wie gesagt, wir werden jetzt gleich hier noch räuchern und werden hier noch ein bisschen paar kleine Verse aufsagen. Ja, das ist Aberglaube, wir glauben daran. Ja, weil ich auch. Das jetzt sind wir immer gut damit gefahren. Und jo, vielleicht nochmal was zum Thema. Ich muss leider unsere Klienten immer wieder nötigen, das zu sagen, weil es genug Leute gibt, die irgendwelche dummen Gerüchte streuen, aber ihr habt uns kein Geld gegeben. Wir wurden, nein. Also ihr habt es gehört, wir wurden mit Käsebrötchen und Berlinern und Energy-Dosen bezahlt. Ja. Und wie gesagt, wenn irgendwas sein sollte und ihr unsere Hilfe braucht, könnt ihr euch ruhig melden. Wir beißen nicht und nein, wir nehmen auch keine 150 Euro die Stunde. Ist sehr zu empfehlen, Para-Inc. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Ich glaube, das war auch ein super, super Abschlusswort. Also wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank, dass wir hier sein konnten. Hat echt Spaß gemacht. Ja, und zu danken. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir uns sehr bald irgendwann nochmal sehen. Ja, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum. Senne, ich sag nur Senne. Ja, siehst du? Ja? Zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Also man sieht sich definitiv nochmal, man versteht sich auch gut und man mag sich. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Basis, dass man sich vielleicht irgendwann nochmal sehen kann. Die Sympathie stimmt. Die Sympathie stimmt, ganz genau. Jo, dann würde ich sagen, jo, könnt ihr noch zugucken jetzt quasi, wie wir hier anfangen, so ein bisschen zu reinigen. Wir versuchen quasi, wenn noch irgendwas da ist, es ins Licht zu schicken. Ob das funktioniert, wissen wir in ein paar Tagen, ja, oder in der Woche, sage ich jetzt mal. Aber mehr können wir jetzt halt hier nicht machen und ja. Thank you.
falls ihr mich hören könnt, und es auch egal, wer es ist, dann geht bitte ins Licht. Ihr könnt nicht hier bleiben. Auch wenn es euch hier gefällt oder euch die Bewohner gefallen, möchten das die Leute nicht, dass ihr weiter hier seid. Lasst die Leute hier einfach zufrieden und sucht euch einen anderen Ort. Oder wie gesagt, geht einfach ins Licht. Habe ich euch erklärt, eure Verwandten warten dort auf euch. Und es ist viel schöner dort. Also, falls ihr ein Licht sehen solltet, was schön warm, ja, einfach schön ist, dann lauft einfach dort rein. Habt keine Angst. So Leute, und da sind wir auch schon wieder am Ende von Episode 1 von Staffel 4 angelangt. Für uns als Team war es ein absoluter Erfolg, weil die Nachbesprechung mit den Klienten mehr als nur positiv ausgefallen ist. Uns wurde erklärt, dass nach unserer Abreise, der Untersuchung und der Säuberung es zu keinen paranormalen Aktivitäten mehr gekommen ist. Lia kann wieder in ihrem Zimmer spielen und sie redet nicht mehr von Hans. Die Familie kann endlich wieder aufatmen und sich frei bewegen. Speziell die Mutter der Kinder, Katrin, fühlt sich in ihrer eigenen Wohnung wieder sicher und wohl. Und jetzt mal ohne Mist, ja? Vergessen wir mal die ganzen YouTube-Klicks und die Abonnenten. Was gibt es Cooleres, als einer Familie in dieser Situation zu helfen? Mir fällt gerade nichts ein. Am Ende können wir die Aussagen unserer Klienten nur bestätigen. Es gab definitiv paranormale Aktivität in diesem Haus. Wir haben sie festgestellt, wir haben sie auf Kamera und Audio eingefangen. Und, so wie es aussieht, für Ruhe und Ordnung gesorgt. Zum Ende hin noch ein paar Worte an unsere Auftraggeber. Es hat super viel Spaß gemacht, mit euch zusammen diese Nacht zu durchleben. Wir wurden aufgenommen wie Para Inc. und sind gegangen als Freunde. Vielen, vielen Dank, dass wir bei euch sein durften. Ja, und an euch Paras, was bleibt noch zu sagen? Bleibt neongrün, verfolgt die nächsten Episoden. Wir werden noch ein paar Schippen drauflegen. Es kommen echt noch hammerharte Locations auf euch zu. Lasst euch dies nicht entgehen. Mein Name ist Marc von Para Inc. und ich freue mich mega auf diese Staffel. Bis bald. Ach so, hab ja noch was vergessen. Die Abmoderation fällt diesmal aus, weil ich einfach so verpennt war und statt Aufnahme Stopp gedrückt habe. Jo, aber ihr bekommt den letzten Take aus der Kamera noch zu sehen und ich glaube, der erklärt so einiges. Jo, 6 Uhr morgens, Wiesbaden. Wir sind dann mal zu Hause. Haben uns jetzt so ein bisschen über die Autobahn gezittert, weil der Sprit rapide nach unten gegangen ist. Jo, jetzt einfach nur nach Hause, schlafen, ausruhen. Vielleicht gibt es noch die Abmoderation, die wir heute so ein bisschen verpasst haben. Laura und Ruschitzer liegen schon zu Hause im Bettchen, haben wir gerade Nachricht bekommen. Und jo, wir haben noch ein paar Kilometer. Aber dann ist es geschafft. Para Inc. Ich schwöre auf alles, ich stimme zur Para Inc. Para Inc. Ich wecke Geister mit Geräuschen. Echovox, Spiritbox, noch vor einem Jahr waren wir oberkrasse Underdogs. Was? Es gibt gar keine Geister, was laberst du? P zu dem I, bring dir Realtime, EVP. Ich hab'n Schatten als Begleiter, schwarz ist die Nacht. Fürchte weder Tod noch Teufel, weil Gott über mich wacht. Ich wurde ausgelacht, weggedisst, ausgegrenzt. Doch mein Wille war zu stark, abgeblockt, ausgebremst. Es ist mein Leben, meine Wahl. Ich spreche lieber mit den Toten, Alter, das ist meine Wahl. Das ist paranormal, phänomenal. Ein Geisterjäger, der rappen kann, Digga, das ist
ist abnormal. Ich bin stolz drauf, grün ist mein Blut. Ghost Hunter, Rockstar, ich bin nicht wie du. Klar bin ich anders und das ist doch gut so. Nachts jag ich Geister, Alter, was machst du so? Immer wenn es Nacht wird, sind wir unterwegs. Kamera, Nachtsicht, eine Entität. Immer wenn es Nacht wird, sind wir unterwegs. Kampf mit den Dämonen, Final Destination. Immer wenn es Nacht wird, sind wir unterwegs. Kamera, Nachtsicht, deine Entität. Immer wenn es Nacht wird, immer wenn es Nacht wird, immer wenn es Nacht wird, immer wenn es Nacht wird. Immer wenn es Nacht wird. Papa Inc.